Hallo und herzlich willkommen hier bei uns der Hochschule Wismar. Sie sind hier genau an der richtigen Stelle, denn auch heute wollen wir Ihnen in unserem Format Uni on Air wieder einen unserer Bachelorstudiengänge vorstellen. Diesmal geht es zu unserem Außenstandort, dem Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik in Rostock-Warnemünde. Deswegen freuen wir uns, dass Professor Dr. Reise heute anwesend ist hier im Studio. Denn er ist der Studiengangsleiter der Verkehrsbetrieb Logistik Studienrichtung, so muss man es jetzt mal formulieren. Und das ist übrigens exemplarisch auch einer der Studiengänge, die in Warnemünde an unserem Bereich gelehrt werden, die für Berufe an Land ausbilden. Also es wird in Warnemünde nicht nur für Berufe an See ausgebildet, sondern auch an Land. Mhm. Verkehrsbetrieb Logistik ist einer davon. Und was genau das ist, das können Sie uns ja mal verraten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ganz kurz, wir unterrichten und bilden aus junge Menschen im Bachelorstudium, die eine Tätigkeit in der Verkehrs- und Logistikbranche an Land anstreben und damit eben nicht an Bord eines Schiffes gehen wollen. Nicht desto letzt haben wir deswegen auch den Bereich kürzlich umbenannt in Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik, um genau das herauszustellen und schaffen damit, glaube ich, ein ganz gutes Angebot. Ja, das ist auf jeden Fall, was die Angebotspalette betrifft, ein sehr viel eindeutigerer Begriff als vorher. Jetzt haben wir Verkehrsbetrieb Logistik, die Möglichkeit, also die Absolventen können in Küstennähe arbeiten, also in Hafennähe, können aber auch meinetwegen im Erzgebirge oder vielleicht im Ruhrpott irgendwie unterwegs sein. Oder wo sind die Absolventen, die Warnemünde-Absolventen überall anzutreffen, lokal, regional, überregional? Also unsere Absolventen sind tatsächlich im ganzen Bundesgebiet anzufinden. Einige sind inzwischen auch sogar nach Spanien verzogen, von denen ich das mitbekommen habe. Nach Spanien? Nach Spanien, ja. Und da wärmer ist. Ach, bestimmt. Ja, die sind zwar in Galizien, das ist nicht die wärmste Gegend von Spanien, aber gegenüber Norddeutschland ist sicherlich besser, ja. Nein, also Spaß beiseite. Unsere Absolventen können überall eingesetzt werden, wo irgendwo Ware bewegt werden muss, wo Ware gelagert werden muss, wo Ware sortiert, kommissioniert werden muss. Und wenn das nicht reicht, wir können auch noch einige Absolventen benennen, die im Personenverkehr untergebracht werden oder sich im Personenverkehr mit dem Personenverkehr beschäftigen. Gut, ich nehme jetzt erstmal mit, auch Logistiker mögen es warm. Gerne, jederzeit. Also nicht umsonst. Ne? Ich betreue auch noch unsere internationalen Partnerhochschulen oder Partnerschaften für Auslandsaufenthalte im Studium und Kroatien und Martinique stehen da ganz oben. Wenn Logistiker es gerne warm mögen, sind Logistiker sicherlich auch auf Exkursionen. Ich hatte mich schon ein bisschen informiert und hatte nur auch herausgefunden, dass sie viel Exkursionen unternehmen mit ihren Studierenden. Und ist da vielleicht schon mal irgendetwas aufgetreten, wo man sagen könnte, ja, Mensch, Verkehrsbetrieb Logistik, das ist ja durchaus auch mit amüsanten Erlebnissen verbunden. Gab's da sowas? Ja, also wir machen einmal im Jahr eine Exkursion, die meistens über eine Woche geht von der Dauer her und gucken uns dort vielseitige Einrichtungen, Infrastrukturen, Verkehrsunternehmen an, lassen uns einladen in Betriebe und zu Vorträgen. Und es ist eigentlich jedes Mal wieder bezeichnend, wenn man mit der Bahn fährt, erlebst du immer was. Und, jetzt haben wir es direkt ausgesprochen. Ja, nu, nützt nichts, man muss das Kind beim Namen nennen. Ne? Also Fahrplantreue und Anschlussgarantien und so etwas, da erlebt man dann doch, dass dort noch etwas zu lernen ist und ist vielleicht nicht immer so funktioniert, wie man sich vorstellt. Aber zum Schutz der Bahn, lasst uns sagen, das System ist ausgesprochen komplex wie kein anderes. Und schön, dass es auch für das Warnemünder VWL-Studium als lebendige Teststrecke dient, die Bahn. Definitiv, ja. Da kann man also sagen, dass es auch mit der Praxiserfahrung sehr weit her ist in Warnemünde. Und ja, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht oder möchten wir auch gar nicht drum herum reden. Einfach sagen, wer sich für das Warnemünder VWL-Studium interessiert, spricht einfach mit Professor Reise, kontaktiert ihn im Web, per Telefon, persönlich, Sprechzeiten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall lohnt es sich, zumindest auch erstmal den Dialog zu suchen, sich für diese Studienrichtung zu interessieren, denn wer kann schon an der Küste studieren und muss danach nicht auf See sein? Das ist ja an unserem Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik möglich. Mit dem VWL-Studium ist das auch möglich. Und damit möchte ich mich verabschieden. Wollen wir uns verabschieden und freuen uns auf die Anfragen, die da jetzt demnächst auf Sie zukommen werden. Und wünschen allen noch einen erfolgreichen, tollen Tag. Ja, vielen Dank. Durch uns wird Verkehr ist schön. Das musste doch sein, denn es ist ja auch die Wahrheit. Genau. Bis dann und auf Wiedersehen.